Hallo und herzlich willkommen zu endlich einer neuen Folge von Strategie machen. Marker, Optionen und Arbeit. Und im Kern sind Marker dafür da, Identität zu beschreiben. Alles, was langfristige Festlegungen sind, das nenne ich ab sofort Marker. Heute will ich von einem neuen Modell erzählen, das ich in der letzten Zeit, seit der letzten Folge ausgearbeitet habe und mit dem ich auch bei einigen Kunden arbeite. Und das Modell geht um Marker, Optionen und Arbeit. Das Modell beschreibt drei Ebenen, die sich anlehnen an das, was ich in einer der ersten Folgen erzählt habe, zu Pace Layering. Also es geht um Ebenen, die grundsätzlich unterschiedlich funktionieren und grundsätzlich unterschiedliche Eigenschaften haben, sich gegenseitig aber unterstützen und gegenseitig in Beziehung stehen. Das Wichtige ist aber gar nicht so sehr, dass es diese drei Ebenen gibt und dass sie unterschiedlich funktionieren, sondern eben, dass sie in Beziehung zueinander stehen und dass es da eine Verbindung zu gibt. Das hat alles relativ stark systemtheoretische Hintergründe, die man erklären könnte. Das möchte ich auch später mal in der Folge. In diesen nächsten Folgen möchte ich das Modell erklären. Insgesamt geht es bei dem Modell darum, dass man drei Ebenen miteinander in Verbindung bringt, ohne die Ebenen untereinander kaputt zu machen und unnötig anzugleichen. Das ist nämlich so das normale Vorgehen, das man kennt von Leuten, dass die erkennen Dinge auf verschiedenen Ebenen und die müssen alle gleich sein. Das hatte ich schon mal gesagt. Es gibt so dieses naive Modell von Business Agilität, wo einfach alles schneller wird. Und das klappt natürlich nicht. Dafür war auch Pace Layering gut, um das zu erklären, dass eine gewisse Langsamkeit eine gewisse Stabilität bringt. Und diese Marker, Option, Arbeit, die stehen eben ganz grob so untereinander. Das stimmt aber nicht richtig, ne? Die haben keine höhere Wertigkeit, niedrige Wertigkeit, sondern die stehen mehr so in so einer Kreisbeziehung. Marke haben eine Beziehung zu Optionen hin und her, Optionen zu Arbeit hin und her und Marke auch zu Arbeit hin und her. Also alle stehen mit allen in Beziehung und alles geht immer ganz bunt hin und her. Damit wir durch dieses Verbinden von Ebenen die Ebenen nicht kaputt machen, möchte ich eben die zu einzelnen Ebenen erstmal erklären. Heute, wie gesagt, die Marker. Die Marker sind die trägste, langsamste und damit auch am meisten Sicherheit und Verlässlichkeit gewährende Ebene in diesem System, das ich beschreibe. Und im Kern sind Marker dafür da, Identität zu beschreiben. Identität der Firma, in der wir arbeiten oder wenn es um uns geht, unsere Identität. Ich möchte mal ein Beispiel dafür geben, warum Identität und Unterscheidbarkeit so wichtig sind. Vor ein paar Wochen habe ich einen Brief von meiner Privatbank bekommen und da stand drin, dass wir reden müssen über meinen Dispo-Kredit, weil irgendwas mit den Eingängen nicht so wäre wie sonst. So, jetzt war mir das gar nicht klar. Sind die Eingänge höher, niedriger? Was ist denn da los überhaupt? Das war mir nicht bewusst und vollkommen egal. Und leider stand in dem Brief auch drin, dass wenn ich mich nicht melden würde bis zum 6. Februar oder irgend sowas, würde dieser Dispo-Kredit, um den es geht, auf null gesetzt. Dabei kamen mir erstmal ein paar Gedanken. Erstens, dass mir dieser Dispo-Kredit gerade ziemlich egal ist. Nicht nur ist der Dispo-Kredit mir egal, diese Bank, die mir das geschrieben hat, ist mir auch ziemlich egal, weil ich mit der nichts mache. Mit der Bank, alles, was ich mache, ist Überweisung ab und zu, ne? So Geld holen am Automaten. Das kennt ihr wahrscheinlich ein bisschen. Bank ist nicht so wichtig heutzutage, so ein Commodity-Geschäft. Ne? Da gibt es keine Unterscheidbarkeit. Das ist der Punkt. Es ist nicht gut, wenn wir als Geschäft, als Unternehmen keine Unterscheidbarkeit haben. Weder nach innen noch nach draußen ist das gut. Nach außen ist es so, dass der Kunde nicht weiß, wofür wir stehen, was wir machen, was wir nicht machen, warum wir ihm wichtig sein sollten. Nach innen ist es so, dass Mitarbeiter nicht wissen, was richtig und falsch ist, weil wir keine Identität haben. Deswegen ist so eine unterscheidbare Identität nach innen und außen so wichtig. Und diese Identität, die halten wir fest in Markern. Wenn wir jetzt Marker haben als Unternehmen, dann können wir die endlich benutzen. Marker sind nämlich dafür da, dass sie uns helfen,
kohärentes Handeln zu bestimmen, kohärente Entscheidungen zu bestimmen, nachvollziehbar zu machen, bewertbar zu machen. Ohne Marker, ohne eine Bestimmung, wo wir sind, wer wir sind, wo wir spielen wollen, ist alles beliebig und es gibt nur Meinungen und Meinungen sind zwar persönlich ganz schön, aber nicht hilfreich, um Unternehmen in eine Richtung zu führen. Marker sind deswegen auch wichtig, um die nächste Ebene Optionen, die ich in der nächsten Folge erklären werde, zu bewerten. Was sind Optionen, die wertvoll für uns sind oder nicht so wertvoll? Darum dreht sich es also bei Markern. Die geben eine Bewertbarkeit her. Gleichzeitig ist natürlich so, dass Marker auch stimmig sein müssen für uns. Das heißt, Marker, die mit unserem Leben gar nichts zu tun haben in der Firma, sind erstmal absurd und nicht nachzuverfolgen. Relativ klar, oder? Um mal Beispiele zu geben für Marker, das sind so Sachen wie in klassischer Strategie, das vielleicht Vision, Mission, Strategie, diese ganzen Begriffe sind. Das sind also alles relativ langfristig wirkende Ziele, Vorhaben, Bestimmungen. Und das ist auch genau der Grund, warum ich diese Begriffe loswerden wollte und erstmal nur über Marker reden will. Ganz konkret sind die Situationen in Workshops so, dass man stundenlang darüber diskutieren kann, sich in Metadiskussionen befinden kann über, was ist denn abstrakter, die Vision oder die Mission. Und weil das nicht erquicklich ist, ständig diese Metadiskussionen zu führen, habe ich gesagt, alles, was langfristige Festlegungen sind, das nenne ich ab sofort Marker, die trotzdem beweglich sein können, aber sehr zähflüssig beweglich sein können. Ich werde auch später nochmal erklären, warum genau es den Begriff Marker nimmt und wie Holger Rino von der HPI Academy mir geholfen hat, diesen Begriff zu finden. Für heute will ich das erstmal nicht machen. Ich will mal aber, um das abzurunden, noch ein paar Beispiele geben für Marker, die mir so begegnet sind. Wenn wir zum Beispiel an Patagonia denken, diese Outdoor-Firma, die eben nachhaltig Outdoor-Bekleidung produzieren will, dann ist genau das ein Marker, nachhaltig und umweltverträglich Outdoor-Bekleidung herstellen. Mit allen Konsequenzen, die das haben mag. Die kennen wir erstmal gar nicht. Aber das ist unsere Absicht. Wenn man weiß, wo Patagonia herkommt, wie das geschehen ist, ist es vollkommen folgerichtig, dass das eine sehr wichtige Markierung für die ist. Eine vielleicht schlechtere Markierung, die mir schon begegnet ist, da waren wir nicht ganz so Profis, als ich damals bei einer führenden Automobilplattform gearbeitet habe, hatten wir mal kurz den Spruch, wir sind das Navigationssystem für den Autohändler. Das ist wieder so ein Satz, der vieles sagt, wahrscheinlich auch wirklich schwer zu finden war, aber der sehr interpretationsbedürftig ist. Ein sehr eleganter Marker, der relativ bekannt ist, ist sowas wie, wir wollen Verschwendung vermeiden oder Vorproduktions vermeiden, wie die Profi-Version davon ist, im Toyota Production System. Warum der Marker so elegant ist, liegt daran, dass man alles, was Toyota macht im Produktionssystem, ist prüfbar gegen diese Markierung, wir wollen Verschwendung vermeiden. Haben wir wirklich Verschwendung vermieden? Hat das Experiment geklappt? Ist weniger Verschwendung oder mehr Verschwendung geworden? Das heißt, jede Änderung, jedes Experiment lässt sich bewerten danach, ob es dieser Markierung gerecht wird oder nicht. Und man kann sich also Markierungen so vorstellen, dass sie wirklich so eine Art geometrischen Raum öffnen, in dem wir uns bewegen wollen. Dieser geometrische Raum wird eben gefüllt mit Optionen und Arbeit, die hoffentlich alle innerhalb des Raums, nicht außerhalb. Und je mehr eine Option innerhalb dieses Raumes ist, umso mehr bleiben wir innerhalb der Markierungen und bleiben innerhalb unserer Identität als Firma. Vielleicht nochmal den Begriff Identität klären. Das ist ein bisschen sowas, wenn wir eine Person wären, wäre das sowas wie, ich bin Sportler. Ja, wenn ich Sportler bin, dann legt das ein gewisses Verhalten und Entscheidungen nahe. Wahrscheinlich, wenn ich erfolgreicher Sportler sein will, muss ich 3, 4, 5, 6, 7 Mal die Woche trainieren, je nach dem Level, das ich gebe. Die Art und Weise, wie ich trainiere, wäre dann zum Beispiel sowas wie Option. Das eigentliche Training, das ich vollbringe, ist die Arbeit. All das erkläre ich später nochmal genauer, aber das mal, um das Bild jetzt abzurunden, worum es geht. Damit möchte ich auch das Kapitel zu Markierung erstmal beenden und mache demnächst weiter mit Optionen und Arbeit. Was mich freuen würde, wäre Fragen zu dem ganzen Thema. Deswegen bitte in den Kommentaren unten, in E-Mails, Tweets, was auch immer an mich, einfach die Fragen stellen, die zu den Begriffen aufkommen, damit wir das hier ein bisschen zum interaktiven Format über die Zeit machen können.
wie es weitergeht, ist, dass ich wirklich in der nächsten Zeit die anderen Begriffe noch erkläre und dann am Ende das Zusammenspiel des Systems erkläre, warum das Sinn machen mag und so ein paar Sinnfragen dazu stelle. Okay, das war's für heute und dann wünsche ich eine gute Zeit bis zum nächsten Mal und viel Spaß mit Markern, Optionen und Arbeit. Ciao.